Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte mir, wir steppen den Content in diesem Video mal ein bisschen ab. Normalerweise findet ihr hier Reviews, First Impressions, aufgebraucht, Monatsfavoriten, Standard Beauty Content. Ich habe mir aber etwas überlegt, was ich gerne mit euch ausprobieren möchte, und das ist ein sehr, sehr aufwendiges und sehr, sehr besonderes Video. Und zwar, ihr habt schon im Titel gelesen, geht es in diesem Video um: Ich kopiere Instagram-Bilder von anderen Influencern. Und ich habe mir ein paar Mädels ausgesucht, deren Fotos für mich so kreativ sind, so perfekt, dass ich mir gedacht habe, ich möchte eine kleine Hommage an sie expressen, ausdrücken und das Ganze für mich selber ausprobieren und zeitgleich ein kleines Experiment damit starten. Wie gut sind meine kreativen Fähigkeiten? Wie gut kann ich etwas abgucken? Und wie reagiert meine Community darauf, wenn ich ganz offensichtlich Fotos von anderen Kollegen kopiere? Ich habe im Vorhinein die Erlaubnis von all meinen Kollegen eingeholt. Vielen Dank an dieser Stelle an euch, dass ihr mich bei diesem Video unterstützt. Sie waren alle super supportive und das Ganze hat mir so viel alleine schon Motivation und Mut gegeben, dieses Videoprojekt einfach zu starten. Und ich stelle euch ganz kurz vor, wen ich mir dafür ausgesucht habe. Wir haben einmal ein Foto von Alicia Marie. Das war ihr Single-Cover von einer ihrer Songs. Liebe dieses Lied, wunderschönes Cover, I'm Living. Das möchte ich ausprobieren, das mache ich heute auch schon. Dann ein Foto von Luisa Crashen. Luisa Crashen ist auch eine gute Freundin von mir mittlerweile geworden. Und dieses Foto, generell ihr Feed, passt einfach so perfekt zusammen. Aber dieses Foto, das stach so für mich heraus und das möchte ich auch gleich probieren. Dann haben wir von Sonny Loops. Sonny hat einfach den krassesten Insta-Feed auf ganz Insta-Deutschland, finde ich. So einfallsreiche, so gut bearbeitet und so gut konzipierte Fotos. Dann haben wir, um den Beauty-Content so ein bisschen hier wieder reinzuholen, ein wunderschönes Bild von Hatice und eins von Jolina aus ihrer Liefel-Kollektion. Ich bin gespannt, wie das Ganze wird. Ich bin so gespannt, wie ihr darauf reagiert. Und ich würde vorschlagen, wir starten mit diesem Video. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich lade dreimal die Woche hoch, eigentlich sehr beauty-lastig, heute mal ein bisschen was anderes, einfach um, ja, einfach was Neues auszuprobieren und zu schauen, wie funktioniert das? Wie kreativ bin ich? Wie Photoshop-versiert bin ich? Wie kriege ich das Ganze hin? Ich probiere die Fotos so originalgetreu es geht nachzustellen. Ich habe viele Sachen besorgt, ich habe viele Tutorials über Photoshop gelernt und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich baue jetzt unten einmal für das erste Bild auf und dann nehme ich euch gleich mit. So, ihr könnt sehen, ich habe Watte gekauft, 4 Pakete mit jeweils 100 Wattebällchen und einmal eine Lichterkette. Ihr habt das Foto von Alicia gesehen, sie hatte so ein paar rote und blaue Effekte drin. Mal schauen, wie ich das so nachmachen kann. Eventuell mache ich das mit einem Photoshop-Filter oder ich habe so eine LED-Lampe, die die Farben wechseln kann. Ich baue das Ganze jetzt einmal auf. Ich habe hier mir schon etwas runtergelegt. Von dort oben, da wo mein Studio ist, da kommt einmal das erste Licht. Das Foto ist recht düster, aber wir bauen jetzt erstmal auf. So, ich habe mir das Ganze jetzt mal so ein bisschen gemütlich gemacht. Ich weiß nicht, wie der Ton ist. Es ist alles mit sehr viel Entfernung, aber so kriegt ihr so ein groben Eindruck, wie das Ganze dort. Let's go! So, ihr könnt sehen, ich habe hier wirklich Ewigkeiten die einzelnen Wattebäusche auseinandergezupft. Ich habe mir erstmal was runtergelegt, damit es nicht so unangenehm ist. Und hier könnt ihr sehen, kommt das Licht so ein bisschen durch. Ich habe das wirklich probiert, ja, so gut es geht nachzustellen. Ellie hatte zwar einen Teddybären und hatte wahrscheinlich auch 2 verschiedene Lichterketten, aber Photoshop regelt. Und Ellie hatte auch ein anderes Oberteil an als ich. Ich habe kein Paillettentop, deswegen, I'm sorry. Deswegen, was weiß es? Ich glaube, das könnte so ästhetisch aussehen. Ich bin gespannt, wir probieren es jetzt einmal aus, wie das Ganze aussieht. Puh, okay, es war aufregend, das Foto von Ellie zu machen, aber hier seht ihr einmal das Original von Ellie und hier einmal meine Kopie. Wie findet ihr es? Könnt ihr mir gerne einmal in die Kommentare schreiben. Und weiter geht es mit dem nächsten Foto und das ist von Sonny Loops. Hier könnt ihr das einmal sehen.
Das ist vom Aufbau her gar nicht so schwierig. Ich habe mich einfach vor eine weiße Wand gestellt und Danny durfte Fotos machen. Und Ziel ist es, dass ganz, ganz viele Schmetterlinge um mich herum fliegen. Ich nehme euch mal so ein bisschen mit. Ihr könnt ja schon sehen, wie das Ganze entstanden ist. Und ja, Photoshop und ich, wir so, ne? Man muss sich so ein bisschen erstmal rantasten, vor allen Dingen mit diesen Unschärfe- und Tiefeneffekten. Aber ich glaube, das Ganze ist richtig, richtig cool geworden. Hier seht ihr noch einmal das Foto von Sony Loops. Und jetzt, Freunde, seid ihr gespannt? Kommt mein Foto. Also, Sony, was sagst du dazu? Ist gar nicht schlecht geworden, oder? Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Auch hier könnt ihr mir gerne einmal in die Kommentare schreiben, wie das Ganze ankommt bei euch. Als nächstes habe ich mir ein Foto von Luisa ausgesucht und hier könnt ihr das Ganze einmal sehen. Und selbstverständlich habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und habe mir etwas besorgt. Die wichtigste Requisite in diesem Foto und das ist ein Karo-Block. Ihr könnt sehen, Luisa hat ein Blatt Karo-Papier genommen und zerrissen und dann so ein bisschen umgeklappt und umgebogen und kommt so aus diesem Papier raus. Und wir probieren das Ganze mal. Ich habe jetzt hier einfach mal so eine Seite. Wisst ihr, wann ich das letzte Mal Karo-Papier in der Hand hatte? 12. Klasse. Und das ist schon eine Weile her. Hier ist einmal das Karo-Papier, ihr könnt es schon sehen. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat. Hat sie ein Loch durchgemacht? Ich dachte, es ist einfacher, Papier aufzureißen. Aber ich habe jetzt hier einmal, falsche Seite, einmal dieses Papier. Und wenn ich das ganz nah an die Kamera halte, dann seht ihr jetzt nichts. Aber so ungefähr könnt ihr euch schon denken, wie das Ganze wird. Luisa trägt in dem Foto den Signature Luisa Crashen Lidschatten Look. Ein bisschen rot angehaucht. Es war so eher eine nudefarbene Lippe. Und das Ganze machen wir jetzt einmal gemeinsam. So, ihr seid einmal schön nah dran. Ich habe mir eine Lidschattenpalette besorgt und den Pinsel von Luisa. Ich könnte schwören, dass sie diesen Pinsel genommen hat. Ich mache jetzt einfach mal so einen schnellen Look. Der ist recht soft bei ihr. Wenn ich an Luisa Crashen denke, denke ich offensichtlich nicht an Blau. Gib mir jetzt einfach mal so einen schönen Rotton in meine Lidfalte. Und das sieht schon, das kommt schon in die Richtung, Luisa, oder? Der Pinsel ist halt auch perfekt, um die erste Transition Shade auszublenden. Ich habe euch ihr Pinselset einmal unten verlinkt. Das findet ihr einmal bei Amazon oder aber auch bei Luisas Shop selber. Richtig, richtig gute Pinsel. Ich benutze sie gerne, ihr wisst es. Ich zeige euch mal meinen Puderpinsel. Ich habe den, bevor die Pinsel rauskamen, bekommen und habe ihn so oft benutzt. Ich benutze ihn immer noch. Er sieht nur schon nicht mehr so aus, wie er mal aussah. Ich nehme mir noch ein etwas dunkleres Rot und verdunkle das so ein bisschen hier außen. Ich lieb's. Okay, so sieht das Ganze schon sehr Luisa Crashen-like aus. Ich gebe mir noch so ein ganz kleines bisschen hier an meinen unteren Wimpernkranz. Habt ihr schon mal Fotos probiert nachzustellen von eurem Lieblingsinfluencer? Ich finde, das ist so eine Sache. Mich würde das ehren an der Stelle eines Influencers, einfach zu sehen, dass jemand inspiriert von meinen Fotos ist. Und ich glaube, das Ziel, was wir als Creator haben, ist, euch zu inspirieren, etwas zu tun, was ihr gerne mögt. Auf meine Lippen gebe ich mir jetzt einfach hier so einen, ja, einen Gloss. Luisa ist nicht so Gloss-Typ. Habe ich eine Farbe? Was trägt sie denn auf ihren Lippen genau? Rufen wir sie an? Nein, es ist Sonntag. Luisa hat auf ihren Lippen ja doch einen nudefarbenen Liquid Lipstick. Mache ich mir einmal rauf und dann sehen wir uns gleich wieder. Freunde, ihr habt so ein bisschen, glaube ich, mitbekommen. Ich habe herausgefunden, dass das Ganze mit der Kamera nicht so gut geht wie mit dem Handy. Und Luisa, wie hast du das hingekriegt? War sehr wild. Ich bin gespannt, wie die Fotos geworden sind. Ich glaube, das wird ein richtig aufwendig zu bearbeitendes Foto werden. Aber da mache ich mich jetzt mal hin und ihr könnt einmal das fertige Ergebnis sehen. Hier habt ihr einmal das Original von Luisa und hier einmal meine Kopie. Da bin ich sehr gespannt, wie ihr das findet. Sehr gespannt. Und weiter geht es mit dem, ich glaube, schwierigsten Look für mich persönlich. Denn als nächstes haben wir die liebe Hatti, Hatice Schmidt, ihr solltet sie kennen. Und sie hat vor einigen Monaten, das ist ja schon fast ein Jahr her, dieses Foto hochgeladen mit einem wunderschönen Look, den ich so noch nicht gesehen habe. Und zwar, das Schöne bei Hatti ist, Hatti benutzt Farben,
anders, als ich sie benutzen würde. Hat die sieht in Farben andere Kombinationsmöglichkeiten, als ich es sehe. Denn ich würde persönlich nie darauf kommen, diese Farben zu kombinieren. Dieses Gelb mit dem Grün und dann Gold und diesem richtig krassen roten Inner Waterline Eyeliner. Wow. Ich bin so down, also nicht down, sondern ich bin so mit dabei, dass ich ein ähnliches Oberteil anhabe. Ich habe mir selbst drei Finger lackiert für das Foto, denn Hattie hat auch einen neongrünen Nagellack drauf. Und mein Hintergrund ist nicht grün. Ich gucke mal, vielleicht kriege ich das bearbeitet dann im Nachhinein bei Photoshop. Aber wir haben sogar denselben Ring, nur ihrer ist Gold, meiner ist Weißgold. Also ich bin schon wirklich... Ich probiere es. Ich bin gespannt. Ich hatte das Ganze schon mal gedreht. Ich war aber mit dem Look nicht zufrieden, weil es kam dem einfach... Es war nicht dem Look von Hattie gebührt. Es hat einfach nicht so gepasst, wie ich es mir optisch vorgestellt hatte. Auf dem Foto ging es, aber im Video war das einfach nicht der Vibe, den ich haben wollte. Ich habe eine Vermutung. Also erstmal, der Nagellack sollte derselbe sein, denn damals, zu der Zeit, als sie das Foto hochgeladen hat, haben wir ein Paket von Dior bekommen und da war dieser Nagellack drin. Ich trage keinen Nagellack, deswegen sieht das auch ein bisschen... I tried it. Und ich vermute, ich weiß es nicht, dass sie die Farben oder die ersten Testerfarben aus ihren beiden Paletten benutzt hat. Ich liebe die Paletten, vor allen Dingen diese Schimmertöne sind so, so gut. Ich setze euch die natürlich auch einmal unten in die Infobox. Da sind so tolle Texturen drin, hier Eye, Core und Infernum. Wow, living. Ich möchte aber ein Gelb benutzen und ich benutze jetzt ein anderes Gelb, weil das Gelb, was in der Palette drin ist, ist ein anderes Gelb, als was auf dem Foto ist. Ich benutze hierfür von Jolina und Liefel Cosmetics die Farbe Wonderland und dafür hole ich ein Stückchen heran. Das Gelb in ihrer Holy Palette ist nämlich etwas, also es ist wesentlich gelber und bei ihr auf dem Foto sieht das Ganze so ein bisschen eher senfgelb aus. Deswegen nehme ich jetzt einmal diese Palette und blende mir mit einem fluffigen Pinsel, das ist jetzt hier der Morphe M433er Brush, die Farbe Wonderland, einmal auf mein Auge. Was bei diesem Look so schwierig für mich persönlich ist, ist die Form des Looks. Hattie hat eine komplett andere Augenform als ich. Sie hat eher mandelförmige Augen und dann in Kombination mit diesem mandelförmigen Look. Das funktioniert bei mir nicht so gut. Deswegen muss ich mal gucken, dass ich das vielleicht dieses Mal so ein bisschen abwandle. Ich hatte, wie gesagt, den Look gestern schon geschminkt, aber es hat einfach nicht zu meiner Augenform gepasst. Und ich probiere jetzt nochmal eine andere Technik. Ihr könnt gerne mal bei ihr auf dem Instagram-Kanal vorbeischauen. Die Looks, die sie dort postet, also auch vor allen Dingen ihre Kleidung, diese Kombination, das ist so typisch Hattie und das ist ganz krass, einfach zu sehen, wie jemand ja, mit Mode umgeht und das dann mit Make-up kombiniert. Und jetzt nehme ich mir einen ganz kleinen Pinsel, das ist jetzt von BH und Mrs. Bella, der Zweier Brush, und gehe in der Day-Palette in die Farbe Promise. Das ist ein richtig schönes Grün und das setze ich mir hier außen hin und blende das schon so ein bisschen in meine Wasserlinie. Das Problem ist, mit dem Pinsel kann ich nicht ganz so präzise malen und gebe mir das jetzt hier in meine Lidfalte. Und jetzt könnt ihr schon sehen, ich habe so eine ganz leichte Mandelform, die blende ich gleich noch ein bisschen aus. Und jetzt nehme ich mir einen ganz kleinen Pinsel und blende einfach nur hier aus. So, ich bin so ein bisschen von der Form jetzt abgewichen, weil es einfach wieder so aussah wie gestern und das einfach nicht zu meinem Auge passt. Ich nehme jetzt auch so einen kleinen Pinsel hier von Letizia und gehe in die Farbe Promise. Mega. Das ist so eine Farbkombination, auf die wäre ich selber niemals gekommen. Und das Spannende an diesem Video ist einfach, Techniken und Ideen von den Kollegen einfach mal für sich selber auszuprobieren. Und ich meine, ihr als Zuschauer von mir, von uns, ihr wisst ja, wie das ist. Ihr seht einen Look vielleicht und wollt ihn nachschminken. Und natürlich muss man sich das Ganze immer so ein bisschen an sich selber anpassen. Und gehe jetzt mit so einem ganz kleinen Pinsel in die Farbe Cry und platziere mir das direkt hier an mein Inner Corner. Und nehme jetzt aus der Holy Palette die Farbe Aecor. Das ist so ein Grün und das blende ich hier rüber. Ich gehe mit meinem Finger rüber, dann kann ich einfach mehr schnell auftragen. Auf meine Wasserlinie gebe ich mir jetzt ein Liquid Lipstick von Liefel Cosmetics. Das sah bei ihr richtig krass aus. Sie hat nämlich so einen neon-orangenen Eyeliner gehabt. Und das gibt dem ganzen Auge einfach nochmal so ein einfach ein ganz anderes Level. Während die Lashes trocknen, gebe ich mir was auf die Lippen und sie hat so einen schönen braunen Lippenstift drauf. Ich habe jetzt hier auch so einen von We Makeup, die Farbe 09. Und das ist einmal der fertige Look. Und hier könnt ihr auch einmal das Foto sehen. Ich finde, es ist richtig, richtig cool geworden. Das ist nicht der typische Look, den ich machen würde. Ich liebe diese Kombination aus dieser sehr kühlen Lippe und diesen
kühlen, präzisen, aber trotzdem durch dieses Gelb etwas wärmere Lidschattenkonstrukt auf meinen Augen. Wie findet ihr diesen Look und wie findet ihr meine Nachkreation? Ich bin richtig begeistert und die Technik mit der bunten Wasserlinie, ich lieb's. Ich werde mich jetzt mal fertig machen für den nächsten Look. Und weiter geht es mit dem nächsten Video. Freunde, ihr könnt schon sehen, ich habe meine Base einmal raufgemacht. Ich habe gerade ein anderes Video noch gedreht und es hat perfekt gepasst. Denn auf dem Foto von Jolina könnt ihr sehen, sie hat eine wunderschöne, saftige, feuchte, als hätte sie super viel Wasser getrunken und Selleriesaft zu sich genommen. Feuchte, schöne Haut, perfekt. Und ich habe mir ein paar Härchen zusätzlich in meine Augenbraue gezeichnet, weil auf dem Foto habt ihr es vielleicht erkannt. Julina hat richtig schöne, buschige Augenbrauen, die nach oben gebürstet sind. Ich habe nicht so lange Härchen, dafür habe ich sehr viele Härchen dort. Ja, ich bin gespannt, was wir auf die Augen machen. Ich hatte es euch vorhin schon erzählt. Es geht so ein bisschen um das Kampagnenbild von ihr und Lethal Cosmetics. Julina hatte vor einigen Monaten mit Lethal eine Kollektion rausgebracht, die Lidschattenpalette. Ich glaube, es waren zwei Lippenstifte und ein Gloss. Ich habe alles da. Und wir schminken jetzt etwas mit der Palette. Auch die Produkte habe ich euch unten in der Infobox verlinkt, falls es die noch gibt. Ich weiß, der Hype war riesig groß, zu Recht. Und wir schminken jetzt was Schönes. Ich schaue mir das Foto einfach nochmal an. Und das war eher so ein Halo-Eye. Das kriegen wir hin. Also ich glaube, sie hat die Farbe Wonderland genommen. Dann Serendipity. Cold Brew. Und FC Kami Eis. Ich habe hier immer noch dieses bisschen Lash Glue, ne? Kriege ich nicht raus. Ich nehme mir jetzt einen Pinsel, da ist noch so ein bisschen Restgelb dran und gehe in die Farbe Wonderland. Das ist ein richtig schönes Senfgelb. Klopfe mir das ab und gebe mir das schon mal so ein bisschen in meine Crease, eher so als Transition Shade. Also man sieht am Ende kaum noch was von dem Gelb, sondern das ist eher so die perfekte Transition Shade für diese Art von Looks. Ich liebe die Palette. Sie ist von den Farben her wunder wunderschön. Ich liebe Lethal Cosmetics. Julina ist Queen. Amazing. Dann nehme ich mir einen fluffigeren Pinsel und gehe in die Farbe Serendipity und klopfe einmal ab. Und die fange ich an, mir auch in die Lidfalte einzuarbeiten. Aber diesmal ein bisschen anders. Es wird nämlich ein Halo-Eye. Und da fokussiere ich mir das auch so ein bisschen in die Mitte, also in die Mitte meines Gesichtes, an den inneren Augenwinkel und blende das Ganze dann hoch. Ich mische so ein bisschen Surgery rein, weil ich habe das Gefühl, bei ihr ist es etwas röter auf dem Bild. Mega, ich liebe diese Farben. Bei Jolina ist der Look auch etwas weiter hoch bis zur Augenbraue gezogen. Das kann ich nicht machen, weil sie hat viel, viel mehr Platz auf dem Auge als ich. Ich habe ja wirklich nur so kleine Knopfaugen, beziehungsweise sehr, sehr kleine Lider. Ich mische mir noch ein bisschen Wonderland wieder mit rein und verblende die Kante hier oben. Und dann nehme ich mir einen etwas kleineren Pinsel und gehe in die Farbe Cold Brew und die platziere ich mir hier außen hin und hier innen. Da reicht wirklich schon ein bisschen, weil die ist so krass pigmentiert, die Farbe. Nehme wieder meinen hellen Pinsel, blende hier nochmal so ein bisschen aus. Und jetzt nehme ich mir meinen Finger und gehe in die Farbe FCK, ich sage es mit Absicht nicht, Mi Eyes und toppe das Ganze einfach komplett auf meinem Lid. Und bam! Es passt auch einfach perfekt zu grünen Augen. Julina hat auch grüne Augen. Und dann durch dieses warme Orange-Rot und dann dieses Grün auf dem Augenlid. Ich gehe noch ein bisschen mit Yes I Do rein, einfach um das noch ein bisschen heller zu machen. Und meinen unteren Wimpernkranz gehe ich in die Farbe Cold Brew. Und verblende das Ganze so ein bisschen mit Serendipity. Ich liebe diesen Namen. Und an mein Inner Corner gehe ich in die Farbe Yes I Do und ich kann es nicht. Dann gebe ich mir etwas auf die Lippen und ich glaube, dass sie die Farbe St. Nudes genommen hat. Ich liebe diese Farbe. Das ist so das perfekte Nude. Und toppe das Ganze mit dem Gloss. Die Glosse von Lethal sind, das fühlt sich an wie Wasser. Und das ist die Farbe Everything. Und die ist Everything. Das ist wie flüssig. Es zieht keinen einzelnen Faden. So was Weiches, Feines. Ich lieb's. Ich würde mir einmal ganz kurz Lashes drauf machen und dann zeige ich euch das fertige Bild. Und das ist einmal der fertige Look, inspiriert von Julina. Ich finde, wir sind dem Ganzen sehr, sehr nahe gekommen. Wie das Foto ist, das weiß ich persönlich jetzt noch nicht. Ich bin gespannt, was ihr auf jeden Fall dazu sagt, Freunde. Und oh, meine Wimper. Freunde, das war richtig,
Richtig cool. Es hat so viel Spaß gemacht, einfach sich nochmal mit meinen Kollegen auseinanderzusetzen, etwas nachzustellen, was so schön ist, was eigentlich schon an sich perfekt ist. Und ich probiere einfach meinen eigenen Spin mit drauf zu machen. Vielen Dank an alle meine Kolleginnen, dass ihr mich dabei unterstützt habt. Vielen Dank an euch, dass ihr mit dran wart. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Sage vielen Dank, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.